Hallo Freunde, beim neuen Video auf diesem Kanal. Achso, oben mit das Mikro. Ich muss das ein bisschen versteckt halten, weil wir laufen hier gerade hin. Ich habe das von oben gesehen. Das sieht verlassen aus, aber ich kann euch nicht sagen, was es ist. Wir gucken einfach mal. Seid gespannt. So Freunde, wir sind jetzt gleich auf dem Gelände drauf. So, wir gucken mal, was wir hier finden. Ob wir da drauf kommen. Ich zeige euch mal den Weg. Ja, da ist so ein kleiner Weg. Alter, das Ding ist ja mal... Haben wir hier fürs nächste Mal. Also ey, hier läuft gerade einer rum. Aber ich weiß nicht wo. Ich kenne mich hier nicht aus. Also Freunde, wir probieren mal näher ranzukommen, aber da hat sich was bewegt. Mir geht so ein bisschen der Stift gerade, weil es wird auch gerade dunkel. Ja Freunde, wir kriegen gerade kurz der Stift, weil das sind verlassene Ruinen und ich weiß nicht, ob da Obdachlose wohnen oder so. Und die brauche ich in der Dämmerung, möchte ich denen nicht begegnen. Aber ich kann euch mal was anderes zeigen, was ich jetzt gefunden habe. Hier, guckt mal. Das ist ein alter Spielplatz. Das ist ein alter Spielplatz. Also das scheint wohl hier ein alter Spielplatz zu sein. Ja. Da hinten ist noch mehr. Boah, Leute, was habe ich hier gefunden, ey. Scheiße. Das sieht aus wie bei Chernobyl. Alles so verlassen und zugewuchert. Ich weiß nicht, ob ihr das da hinten sehen könnt. Hier ist noch so ein Ding. So ein Kletterding. Und wir sind hier mitten im Wald. Und wenn wir jetzt da durchgehen. Das Problem ist, dass uns jeder hört. Weil wir voll den Krach machen. Wir gucken mal. Freunde. Wir gucken mal. Ich lasse euch an. Ihr seid live dabei. Mach nicht so einen Krach, Schatz. Also, seht ihr. Was? Ja, aber die sind verlassen. Da wohnt keiner mehr. Du hast gar keine Zufahrt mehr. Schatz, wir müssen uns nur merken, wo wir... Ja. Das ist auch sowas. Du musst ja auch wieder den Weg Return finden. Also Freunde, ich bin echt krass, das ist mein erster, hier lang. Mein erster Lost Place, den ich von oben gesehen habe, über Google Maps. Hier bei mir in der Region. Und es sieht gut aus. Mir geht zwar der Stift wie Sau, weil das schon einen gewissen Reiz hat, einen gewissen Nervenkitzel. Aber hier ist auch alles voll mit Graffiti, das heißt, der scheint schon oft besucht geworden zu sein. Alter, mir geht so der Stift, das ist so verwinkelt alles. Wenn du da alleine bist, hör mal auf, wenn jetzt einer brüllt, ey, dann gehe ich stiften. So Freunde, hier ist so ein kleiner Weg. Ist da was? Ist das ein Haus? Boah, Leute.
Das ist ja mal. Das ist mal ein Lost Place von mir. Guck mal, da hinten muss noch irgendwas sein. Alter, die haben den. Nee, nee, nee. Ich hab laufen, ne? Alter, die haben hier alles platt gemacht. Aber was war das mal vorher? Leute. Da hinten muss noch irgendwas sein. Aber da rein gehe ich auch nicht, weil das ist mir zu heiß. Alter, wie geil. Da hinten muss irgendwas sein. Wie kommen wir da hin? Ich schätze, da vorne ist die Straße, wir müssen aufpassen. Guck mal hier auf die Seite. Ey. Alter Kamin. Wie gesagt. Alles eingestürzt. Dann geht's aufs Dach, aber das gebe ich mir nicht. Guck mal. So, eins sage ich jetzt. Schau mal, das ist noch nicht das Schlusswort, das kommt gleich. Aber Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da, ey. Das war hier. Und der Einsatz meines Lebens. Hier ist es jetzt stockfinster im Wald. Ich weiß gar nicht mehr, ob man mich noch richtig erkennen kann. Auf jeden Fall lasst mal einen Daumen da. Nix wie weg hier. Scheiße. Da vorne sind die Spielgeräte. Ja, mir geht so die Pumpe. Jetzt hörst du hier die Wildschweine, ey. Scheiße. Nix wie weg hier. Ist heute der ganze Boden aufgegraben. Oh fuck. Komm schnell weg hier. Alter, wie hell meine Taschenlampe ist. Krass. Ja, also wie gesagt, Freunde, über ein Abo würde ich mich ja noch mehr freuen. Dann könnte ich, seid ihr immer dabei, wenn es was Neues gibt. Alter, das mit diesen Spielgeräten, die hatte ich auch im Kindergarten. Guck mal, da vorne ist die Straße schon. Siehst du die Autos? So, Freunde. Also seid gespannt, ich habe schon was Nächstes, was anderes in Aussicht, aber da wurden wir heute gestört. Also ich werde mal gucken, wann das Video kommt. Aber wie gesagt, Freunde, gebt auf jeden Fall dem Video mal einen Daumen nach oben an. Für den Nervenkitzel, den ich hier habe. Und lasst mal ein Abo da und seid gespannt, was noch alles kommt. Also vielleicht melde ich mich nochmal. Vielleicht doch nicht.